So, wir sind auf dem Weg zur Caravan Salon auf den Stand von WCS, um euch die Neuigkeiten zu zeigen. Und wir fangen hier auch gleich an mit den neuen 155 Amperestunden Lithium-Akku mit Heizung integriert. Also das ist echt ein ganz geiles Teil. Es ist DIN-Norm, das heißt, der passt unterm Sitz. Und er hat noch eine Besonderheit, er hat abnehmbare Pole. Also die kann man aufschrauben, abnehmen, wie man es braucht. Und so ist man hier echt flexibel in der Anschlussart und spart hier auch Installationszeit. Zum nächsten hat er dann auch noch eine Auslesemöglichkeit. Der kriegt eine Undock-Situation, hier sieht man es, wo man einen PC anschließen kann, um das Ganze dann auch anständig auszulesen. Also alles in allem 310 Amperestunden unterm Sitz verbaut, Fiat Ducato, echt ein geiles Teil. Dann haben wir nagelneu einen 400 Amperestunden Akku. Den sehen wir hier. Das ist das gleiche Gehäuse oder Gehäusegröße für den ehemaligen 200 Amperestunden Akku. Hier sehen wir auch einmal die ganzen Heizkörper, die da drin verbaut sind, denn auch dieser Akku hat bis minus 25 Grad, sprich, der hat lauter Heizmatten zwischendrin, 8 Stück an der Zahl, wo man dann dementsprechend auch den Akku bei tieferen Temperaturen laden kann. Hier sieht man es, in den weißen Drähtchen sind sie gut kennbar gemacht. Dann kommt auch noch der neue Balancer dazu. Den erkläre ich euch allerdings noch einmal separat in einem anderen Video. Auch nagelneu bei WCS ist hier die Powerstation. 2000 Watt Wechselrichter mit 156 Ampere Lithium. Hier sehen wir die Schuko-Steckdosen, 3 Stück an der Zahl, wo man hier Sachen anstecken kann. Dann schauen wir auf die Front bzw. nach links, da sehen wir dann die Lademöglichkeiten. Hier haben wir das Netzteil, also sprich den Netzstecker zum Laden, und auf der anderen Seite Input-Solaranlage. Also alles in allem ein echt geiles Teil, gut gelungen. Hier kann man mit verschiedensten Arten andocken. Also hier seht ihr, 12 Volt steckt schon drin, da ist gerade die Kühlbox angeschlossen. Dann haben wir USB und keine Ahnung, wie die alle heißen, USB-C und ach, tausend verschiedene Möglichkeiten. Also alle Anschlüsse sind da dabei. Rundum echt geiles Teil, Powerstation GT 2000, auch das ist nagelneu. Und dann kommt ja bald nur der Solarkoffer dazu raus. Und dann macht es echt Sinn mit dem Solarkoffer, die Powerstation. Da kann man richtig gut was damit anfangen. Und 2000 Watt ist ja schon nochmal eine Nummer, ne? Hier haben wir die ganze Anzeige, 53% hat er noch. Also alles in allem echt ein ganz schickes Teil. Ja, und jetzt kommt die absolute Neuheit. Und jetzt sind wir im Heck des Fahrzeuges. Und das hier, die kleine grüne Box, ist der neue Steuerkasten für das neue Bussystem. Auch das werdet ihr jetzt gleich zu sehen bekommen. Jetzt schauen wir noch mal kurz hier hinten durch. Da kann man übrigens alle möglichen Sensoren anschließen, von Abwasser, Fäkalien, Frischwasser, Temperatur und so weiter. Dann natürlich auch seine Kombi, die da drüber sitzt. Dann die Solarregler, die hier in der Mitte hängen. Und natürlich auch die Ladebooster. Hier sehen wir mal so Kombi geöffnet. Und wenn wir dann ein Stück weiter runter gehen, sehen wir jetzt auch gleich die Batterien, die da drin sind, weil auch die können über einen Messstand dann entsprechend eingeschleift werden, sodass das in dem neuen Bussystem alles zu sehen ist. Und das schauen wir uns jetzt gleich einmal an, wie das Ganze ausschaut. Und zwar ist das Display hier jetzt zur Demonstration etwas größer gewählt, kommt dann im Original etwas kleiner. Hier sehen wir Frischwasser, Abwasser, Fäkalien und Gas. Dann gehen wir weiter, haben Einstellungsmöglichkeiten aller möglichen Art. Wenn wir wischen, dann kommen wir hier auf unseren Akkudaten. Also ein echt geiles Teil. Hier sehen wir jetzt die Batterie, was reinkommt von der Solaranlage. Also
Ich war, wie ich das erste Mal gesehen habe, echt total geflasht. Und das Tolle ist, dass alle WCS-Geräte da entsprechend integrierbar sind. Hier haben wir den Ladebooster. Ich kann den anschalten, ich kann den ausschalten. Ich kann selbst die Ladeleistung, das kommt nur extra dazu, kann man dann reduzieren auf 20 oder 30. Ich weiß nicht, was er da genau für Schritte reinmacht. Hier haben wir jetzt die Solarregler, drei Stück sind hinten drin. Hier sehen wir den Ertrag. Solar 1, Solar 2, Solar 3, was aktuell reinkommt. Klar, es ist nur früh am Morgen, da kommt gerade noch nicht so viel. Dann haben wir hier die Kombi, den Wechselrichter. Kann man einschalten, kann man ausschalten, kann die Landstrombegrenzung einstellen. Also hier gibt es Möglichkeiten, das ist wirklich phänomenal. Ich freue mich riesig auf das Teil. Die Pfeile markieren gerade, dass Strom reinkommt, Strom rausgeht. Dann wird es in die andere Richtung gehen, wenn wir jetzt die Kombi angeschalten hätten. Ich bin mega begeistert. Ja, hier nochmal kurz die Installation. Da ist jetzt nichts weiter Neues, sondern einfach nur mal kurz drüber geschaut über die exakt saubere Arbeit, die ganzen Busbars, wie die da verlegt sind. Also echt mega Arbeit. Also ich bin immer wieder begeistert, wenn man das sieht. Da macht WCS echt einen geilen Job. Muss man ganz klar sagen, alles gesichert durch FIs, echt top. Ja, das waren in Kürze die Neuheiten. Wollte ich euch alle mal vorstellen. Und ja, alles Gute, bis zum nächsten Video.